wünsche dir einen achtsamen und einen erfüllten Tag und heiße dich ganz, ganz herzlich willkommen zum Piraten-Guerilla-Podcast von Seom im Zeichen des Guten. Bevor wir starten, ein ganz, ganz großes Dankeschön an euch alle da draußen. Uns haben so viele Nachrichten, Direct Messages über Instagram, E-Mails, Facebook-Nachrichten, Kommentare, so viele Worte von euch erreicht, um uns Stärke und Kraft zu geben mit euren guten Gedanken, mit euren Wünschen. Und ich war und bin tief berührt von all der Liebe, die uns erreicht hat. Es ist wirklich wunderschön und nicht selbstverständlich, in so einem Feld von Gefährten und Gefährtinnen einfach getragen zu werden, auch in dunklen Zeiten, ist wirklich, wirklich schön. Uns haben auch viele Spenden erreicht, auch dafür an der Stelle ein richtig, richtig großes Dankeschön. Ihr seid einfach nur der Hit, das ist so krass zu sehen. Wir haben über der Homepage jetzt einen Wertschätzungsbutton, wo man uns Geld spenden kann und auf dem Spotify-Kanal auch. Und das ist krass, wie viele Leute sich berufen gefühlt haben, uns ein wenig zu supporten, und wir hätten es nicht erwartet und sind einfach nur geflasht, und deswegen vielen, vielen Dank an der Stelle dafür. Ja, und diese Folge hier, die soll sehr persönlich werden, und sie handelt von Gefühlen, von dem, was uns die Welt eröffnet oder verschließt. Und ich will dir persönlich von unseren Erfahrungen berichten, von Wegen, wie du dich deinen Gefühlen vielleicht mehr öffnen kannst, sie mehr zulassen kannst. Und außerdem erwarten dich heute sage und schreibe 4 Songs, von denen 3 nicht veröffentlicht sind. Und in diesem Sinne lade ich dich von ganzem Herzen ein, diese Folge mit all deinen Sinnen zu genießen, um es fließen zu lassen, um die Gefühle wieder ans Tageslicht kommen zu lassen. Denn gerade jetzt brauchen wir eine geheilte Innenwelt, um die Außenwelt in Licht tauchen zu können. Und in diesem Sinne viel Vergnügen mit der Folge und dem Titel Gefühle im Seom-Piraten-Guerilla-Podcast. Viele, viele Menschen haben uns gefragt, haben mich persönlich in Nachrichten gefragt, was passiert sei, weil du das wahrscheinlich schon anhand meiner Stimmung und auch meiner Stimmlage gehört hast, dass es gerade eine schwierige Zeit ist, und es ist so, dass mein Vater gestorben ist. Interessanterweise habe ich die Folge wirklich kurz, also wenige Stunden vor seinem Tod aufgenommen, und dass das so weit kommen wird, dass er von uns gehen wird, war für uns schon absehbar. Das war ein Prozess von Wochen und Monaten und ja, die vielleicht schwierigste Zeit für mich, für meine Familie, für uns alle. Und es war vielleicht gar nicht der Tod an sich, der schlimmste Moment war vielleicht gar nicht das Gehen an sich, sondern die Gefühle, die gefühlte Hoffnungslosigkeit davor oder das Glauben an Wunder im Wechselspiel mit dem Gefühl der Verzweiflung, das Wechselspiel zwischen Zuversicht und Angst. Es war in einem solchen Flow, wie es hin und her ging, und ich erlebte diese Gefühlswelt stärker als je zuvor. Und für uns war es deshalb eben besonders schwer, weil die Wochen und Tage, die Monate zuvor einfach davon geprägt waren. Sein Geburtstag war im Dezember, wir hatten Weihnachten, wir hatten Silvester. Du kannst dir vorstellen, dass sich das nicht schön angefühlt hat. Und weißt du, mein Daddy war mein Berater, mein bester Freund, mein Gefährte, mein Mentor, mein Vorbild. Es war ein so bunter, ein so liebevoller, ein so strahlender, toller Mann. Und es war für uns alle eine wirklich, wirklich schwere Erfahrung, und ist es bis jetzt natürlich noch. Was das in Anbetracht der aktuellen Lage zu bedeuten hat, muss ich dir wohl nicht erklären. Also mein Vater war schwer krank, und somit ist jeder Krankenhausbesuch in der Vergangenheit natürlich von immensen Auflagen geprägt gewesen und von Isolation und vielen anderen Dingen. Und es war krass. Und in Anbetracht der Lage haben wir uns entschieden, dass wir ihn zu Hause begleiten. Unter der Stärke der wundervollsten Frau der Welt, nämlich meiner Mutter, haben wir das gemeinsam geschafft. Und das war auch nicht immer einfach. Ich kann da und will da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das bedeutete, dass wir eben nächteweise, tageweise natürlich immer und immer bei ihm waren, was da auch war. Und das hat eine große Gefühlswelt eröffnet, von deren Existenz ich zwar wusste bzw. ahnte, die sich jetzt aber natürlich nochmal in einer ganz anderen, intensiven Form gezeigt haben.
Und was besonders magisch und wirklich krass war, ist, dass als mein Vater gegangen ist, waren wir alle bei ihm. Wir waren bei ihm und es lief Musik. Ich habe Musik für ihn angemacht und es war exakt die Musik, zu der unser Sohn Finn geboren wurde. Und das war die Musik, mit der mein Vater gegangen ist. Und insofern wirklich eine Musik, die Welten verbunden hat, die den Wechsel von so vielen Dingen mit begleitet hat. Und jetzt kannst du vielleicht auch besser verstehen, warum die vorletzten und vorvorletzten Folgen Annehmen hießen und Loslassen und Stille. Die Titel waren nicht zufällig gewählt, sondern waren elementar in unser aller Leben von mir und meiner Familie. Und es ist ein so übermannendes, überwältigendes Gefühl, die Farbpalette von all diesen Emotionen zu spüren. Und wie gesagt, mein Dad war mein Freund, mein Gefährte, mein Mentor, mein Berater. Und ich kenne ja kein Leben ohne ihn. Ich kenne auch meine Mom nicht ohne ihn. Und ich brauche dir nicht erklären, dass das kein einfacher Weg ist. Doch jetzt spüre ich umso mehr, wie wichtig es ist, dass wir uns Gefühlen öffnen und dieses Gefühl ganz da sein zu lassen. Und das führt zu dieser Folge, zum Thema Gefühle. Weil wir so schnell in die Falle tappen, wenn es um Gefühle geht, wenn wir sie mit Gedanken verknüpfen und dann immer meinen, dass andere Dinge dafür verantwortlich seien, dass wir in die Wut kommen, in den Zorn und neben der Trauer so viel anderes spüren. Und darüber möchte ich mit dir sprechen. Und es soll dir nicht nur im Falle von Trauer helfen, es soll Welten eröffnen. Welten, die wir vielleicht länger nicht betreten haben, vorzugsweise Männer vielleicht länger nicht betreten wollten und gerade jetzt so, so wichtig, dass wir uns dafür öffnen. Und das ist allgemein betrachtet vielleicht nicht das beliebteste Thema, denn wir leben in einer Zeit, in der die Dinge sehr schnell geschehen und gerade diese Dinge brauchen Zeit. So in dieser schnelllebigen Zeit von heute sind wir so sehr daran gewöhnt, dass der Wechsel sich schnell vollzieht. Doch so eine Trauerphase geht länger als eine Woche oder ein Monat. Und deswegen mache ich auch bewusst keine Folge über die Trauer an sich, sondern will mit dir wirklich offen über Gefühle sprechen. Weil schau, Johnny Depp, eins meiner wundervollen Vorbilder, sagt einmal sehr treffend, du kannst deine Augen schließen vor den Dingen, die du nicht sehen willst. Aber du kannst nicht dein Herz vor den Dingen schließen, die du nicht fühlen willst. Und ja, wir meinen immer, dass wir das doch könnten und dass wir ganz bewusst entscheiden, was uns berührt und was nicht, aber das stimmt nicht. So, du kannst deine Gefühle unterdrücken, dass das zu Krankheiten und letztendlich zu einem schmerzhaften Leidensweg führen wird, ist Fakt und deshalb so wichtig, öffne dich. Weil Gefühle dir Dinge zeigen und dir Wege und Pfade eröffnen, die dich weiterführen, die dich so stark machen, die dich so groß machen, die dich heil und ganz werden lassen. Schau, Gefühle eröffnen Wege, die vorher nicht angelegt waren. Genauso wie Träume dir Wege weisen, die vorher nicht wahrnehmbar waren. Genauso wie auch Fantasien dir Wege öffnen, die vielleicht vorher nicht zu beschreiten schienen. Also erlaube dir, dich auf den Weg zu machen. Und sei dir gewahr, dass dir Gefühle Wege eröffnen. Und wenn du mit der Stärke all deiner Gefühle gehst, dann überwindest du jedes Hindernis. Weil sie aus deinem größten Zentrum fließen. Der Ort des wahren Gefühles ist das Herz. Und hier findest du die Antwort, hier findest du den Weg und hier findest du auch dein Licht. Letztendlich sind Gefühle unsere innere Realität. Sie sind letztendlich einfach nur die Art und Weise, wie wir uns wahrnehmen. Und sie sind ein sich immer wandelnder und stetig verändernder Strom an Energien, die wir wahrnehmen können. Genau deshalb ist es so wichtig, dass wir sie zulassen und dass wir ihren Rhythmus auch annehmen.
Und dieser Rhythmus kann wirklich crazy sein. So, manchmal weine ich einfach so, ohne Vorankündigung oder ähnliches, weil dieses Gefühl schlagartig da ist. Also weine ich. Einfach so. Und ich habe mal gelesen, dass beim Weinen schmerzlindernde Botenstoffe im Körper freigesetzt werden. Und dennoch muss ich sagen, man fühlt es nicht gleich. Das fühlt sich erstmal so schwer an. Und jedes Mal spüre ich danach, wie befreiend das sein kann. Und so wichtig auch für all meine männlichen Zuhörer da draußen, dass wir uns wirklich wieder trauen, das zuzulassen. Und sei es auf der Straße oder in der Warteschlange in der Postfiliale oder wo es auch sein mag. Der großartige Charles Dickens sagte einmal so schön, der Himmel weiß, dass wir uns niemals unserer Tränen schämen müssen. Denn sie sind der Regen auf den blindmachenden Staub der Erde, der über unseren harten Herzen liegt. Und da schaltet sich oftmals der Verstand ein und sagt, jetzt wäre der richtige Moment. Oder er sagt, jetzt ist safe der falsche Moment, gerade zu weinen. Und ich kenne beides gerade jetzt so gut, dass es einfach geschieht. Und manchmal denke ich mir, du müsstest doch jetzt weinen. So, in manchen Momenten dachte ich, dass mein System doch jetzt alle Tränen der Welt durch mich durchfließen lassen muss. Zum Beispiel bei der Beerdigung. Aber wenn dein System dir in einem Moment dann sagt, es ist gerade okay, dann ist es gerade okay. Und in einem Moment, den mein Verstand überhaupt nicht für passend erklärt hätte, fließen die Tränen. Und auch das ist okay. Und ich finde es so wichtig, dass wir das zulassen, dass wir das einfach da sein lassen, dass wir immer wieder sagen, das ist okay. Weil sich einfach so viel auf einen Schlag vermischt. Da mischt sich Wut mit Hoffnung und Trauer und Freude und Erleichterung und alles will gefühlt werden. Und wir Menschen, wir neigen so schnell dazu, dass wir einen Schuldigen suchen, um unsere Wut zu kanalisieren. Und viel wichtiger ist letztendlich, dass wir alles und jeden freisprechen und die Wut dann in allen Facetten in uns fühlen. Und wie ich dir sagte, war die Situation in den letzten Wochen und Monaten mehr als belastend. Und in Anbetracht der aktuellen Auflagen muss ich dir nicht sagen, was es bedeutet, eine Beerdigung, Krankenhausaufenthalte oder so viele andere Dinge zu organisieren und durchzuführen bei der aktuellen Einschränkung, die mehr oder weniger gesetzlich bestimmt ist. Es wäre also extrem leicht, sehr wütend auf das System zu sein. Und in die Falle bin ich auch gerutscht. Dann wirst du so wütend auf die Politiker oder auf die Entscheidungen oder auf die Pharmaindustrie oder auf Ärzte und was auch immer. Aber schau mal, letztendlich ist der Abschied, das bunte Leben meines Vaters, die wundervollen Momente unseres gemeinsamen Lebens und auch der Moment seines Todes viel zu heilig, um die Momente mit blanker Wut auf das System zu vernebeln. Und sich in dieser Wut, in diesem Zorn auf Einzelpersonen oder auf Systeme zu verlieren. Also bleibe ich bei mir und bei meiner Mutter und bei meiner Schwester und bei meinem zauberhaften Sohn und bei Johanna und ich bleib bei den Gedanken an die Essenz meines Vaters, auch wenn das nicht immer leicht ist. Denn ich weiß jetzt, wo er bei mir ist, wenn er mich sieht, wenn er mich umhüllt, wenn er in der geistigen Welt leuchtet, dann weiß ich, dass er nicht wollte, dass wir uns über das System oder über die einzelnen Entscheidungen jetzt im Moment aufregen und uns in der blanken Wut verlieren. Wenn, dann dürfen wir die Wut fühlen, als das, was sie ist, als Wut oder als Ohnmacht oder als Verzweiflung. Aber erst dann eröffnen wir den Weg, dass das Wechselspiel der Gefühle sich eröffnen darf, dass nach dem Regen wieder Sonne kommen kann. Und ich weiß, dass wir alle Schlachten kämpfen, von denen fast keiner weiß. Und manchmal sieht man die in den Gesichtern von Menschen und manchmal nicht. Wichtig zu verstehen ist, dass es allen so geht und dass es heutzutage mutiger denn je ist, sich Gefühlen zu öffnen. Ich habe mal diesen schönen Satz gelesen, Gefühle sind heutzutage nur noch etwas für ganz Mutige. Und so sehe ich das. Exakt so sehe ich das, wenn wir es schaffen, uns von der Story zu lösen. Und natürlich habe ich das auch nicht geschafft. So, erst war ich wütend auf die Politik und dann auf Konzerne und dann auf so vieles andere. Und
Im letzten Fall, vorgestern genauer gesagt, war es ein Kinderstuhl. Johanna und ich, wir haben einen Kinderstuhl aus Holz bestellt und haben versucht, den aufzubauen. Und dann war der Finn ein bisschen in Rage und Johanna hat sich um Finn gekümmert und ich konnte diesen fucking Kinderstuhl einfach nicht korrekt aufbauen. Und ich wurde so wütend auf die Herstellerfirma dieses Stuhles und natürlich auf mich auch, weil ich es nicht geschafft habe, diesen Stuhl vernünftig aufzubauen. Und ich habe gemerkt, das ist so krass, wie leicht man seine Wut auf einzelne Dinge richtet, anstatt sich hinzusetzen, tief zu atmen und die Wut zu fühlen. Also habe ich den Kinderstuhl, nachdem er ein, zwei kleine wütende Tritte abbekommen hat, zur Seite gestellt und habe gefühlt und habe geweint und habe gespürt und wieder gefühlt. Und das heilt so stark, wenn du es schaffst, deine Gefühle vom Denkprozess zu lösen und sie einfach in dir aufsteigen zu lassen, ohne sie zu bewerten. So, dann kommen sie einfach an die Oberfläche und sie bekommen dann endlich ihren verdienten Raum. Und das kann natürlich auch unangenehm sein. Aber erst dann können sich die Gefühle auflösen. Und dadurch heilst du dich selbst von innen heraus, immer und immer weiter. Und mit jedem Tag wirst du dich mehr befreien und du wirst mit jedem Tag emotional ein klein wenig freier, ein klein wenig stabiler, ein klein wenig größer und stärker. Ich habe einmal gelesen, dass die Hälfte aller Fehler dadurch entsteht, dass wir denken sollten, wo wir fühlen und dass wir fühlen sollten, wo wir denken. Und jetzt verstehe ich das so richtig gut. Ich will dir in der Folge aber auch zeigen, wie du deine Gefühle ein Stück weit kontrollieren kannst. Ich meine nicht das Gefühl als solches, sondern den Umgang damit. Und vielleicht fragst du dich, warum das wichtig sein soll. Ich habe für mich einfach beobachtet, dass all die zufriedenen Leute, die ich ein Stück weit bewundere und die ich mir in meiner Umgebung anschaue, die haben eine Sache wirklich gemeinsam und zwar sind sie Meister über ihren inneren Zustand. Und das heißt, dass sie alles fühlen dürfen und dass sie eben nicht Opfer ihrer Emotionen sind, sondern dass sie sich auch in Momenten des Schmerzes ganz bewusst entscheiden, in welchem Zustand sie sich befinden wollen. Und es gibt schon Sinn, denn erst wenn du dein Innenleben ein Stück weit unter Kontrolle hast, kannst du auch produktiv an anderen Sachen arbeiten. Oder eben auch nicht. Und das durfte ich für mich einfach rausfinden, dass ich, wenn ich an die Momente mit meinem Vater denke, an die wunderschönen Erfahrungen in unserem Leben, an all die grandiosen Geschenke, die wir uns gemeinsam gemacht haben, dann fühle ich im Schmerz ein warmes, helles Licht. Und ich verschließe mich dennoch nicht vor dem Schmerz. Wenn ich mich jetzt aber auf die letzten 3 Wochen des Krankheitsverlaufes vor seinem Tod konzentriere, dann fühle ich eine extrem große Vermischung aus Schmerz und Wut und Ohnmacht und Zorn. Und wenn ich doch schon traurig bin und den Schmerz des Verlustes fühle, dann kann ich doch wenigstens in meinem Inneren diese eine Kerze ganz bewusst entflammen und bewusst betrachten, die mir den Blick auf all die schönen Erfahrungen, all die Reisen, all die Lehren, die er mir selbst mitgab, all das zeigt. Und das gelingt vor allem, wenn ich mir bewusst bin, auf was ich gerade schaue. Dass ich fühle und fühle und fühle und wenn ich merke, meine Gedanken verselbstständigen sich in einer Story, dass ich mir dann überlege, auf was ich gerade schauen will. Und wenn es mir nicht gleich gelingt, nur zu fühlen, dann doch wenigstens mit den Bildern zu fühlen, die mich von innen wärmen. Und es kann sich manchmal wie ein kleiner Kampf anfühlen. Es ist keiner, aber es fühlt sich manchmal wie einer an, weil die Arbeit im Inneren von vielen Menschen unterschätzt wird. Und ich habe einmal ein Album geschrieben, das ich nie veröffentlicht habe. Das Album hieß Orion und ich möchte dir heute 3 kurze Passagen aus diesem Album zeigen. Und ich beginne mit dem ersten kleinen Stück, mit dem Part Orion. Und wünsche dir ganz viel Vergnügen damit. Ich bitte die Tonqualität zu entschuldigen. Ich habe diese Songs damals in meinem Wohnzimmer aufgenommen. Und nichtsdestotrotz glaube ich, dass die ein oder andere Zeile es verdient hat, hier noch einmal gehört zu werden.
Seit über eineinhalb Dekaden bleib ich fest in Sätzen treu. Schattiert zwar in den gleichen Farben, aber setz Akzente neu. Ich folg der Strömung der Gedanken bis zum reinen Wasserfall. Mit der Entschlossenheit der Elefanten eines Hannibal. 22 Mal am Tag bin ich gezwungen, etwas aufzuschreiben. Stundenlänger aufzubleiben, ungefährdet. 1000 Seiten laufen meinen Werdegang ab. Vertrauter Feind, fremder Freund, schwache Stärke am Blatt. Und ganz ehrlich gesagt, bin ich so dankbar für die Gabe, denn sie lässt mich oft vergessen, wie die anderen in der Lage. Tagelang den Kopf verpest, doppelt Action, über Stunden im Gefühl versunken. Wieder mal die ganze Nacht im Lied verschwunden, 7 Stunden. So ziehen die Funken mich voll Faszination, immer zur Hitze hin, wie in einem pyroklastischen Strom. Ich schneide Löcher in die Zeilen, als hätte ich scharfe Scherenhände. Und so pumpt sich die Essenz zum zerebralen Nervenende. Tja, ich plane Experimente, seit ich an die Formel komme. Und setz die Messlatte letztendlich Richtung Orion. Auch wenn ich niederfrequentier, bleibt diese Tiefe stets in mir, bis ich die konstruierten Axiome wieder dementier. Ich zieh durch Fährten voller Dunst, wo man oft keinen mehr sieht. Und führt das Schwert stolzer Kunst in meinem heiligen Krieg. Die Prophezeiung vollzieht sich in der Mystik der Legenden. Denn ich wurde gesandt, um Rap in blanker Lyrik zu ertränken. Orion, Orion. Im Jahre 1618 veröffentlichte der Astronom Johannes Kepler sein bedeutendes Werk Harmonices Mundi, die Weltharmonik. Auf den Spuren von Pythagoras beschrieb Kepler eine einheitliche Gesetzmäßigkeit des Universums. Offenbart sich hier die Musik der Schöpfung? Die Harmonie der Schöpfung. Und letztendlich sind wir alle immer und immer wieder in dieser Harmonie eingebettet. Ob wir es fühlen oder nicht, ob wir es wahrnehmen oder nicht. Es ist so wichtig, dass du deine Gefühle als eine großartige Einladung verstehst. Doch die meisten Menschen haben Angst vor Gefühlen. Und so stellt sich die Frage, warum sich so viele Menschen ihren Gefühlen ausgeliefert fühlen. Und es beginnt vor allem damit, dass wir das nicht anders gelernt haben. Viele Menschen denken, dass die Umstände, ihre Vergangenheit oder andere Menschen für ihre Gefühle verantwortlich sind. Beispielsweise, wenn andere Menschen was zu ihnen sagen, dann kommt der Gedanke hoch, immer wenn du etwas sagst, das in die Richtung geht, dann geht es mir schlecht. Immer wenn du mich an dieses oder jenes erinnerst, dann geht es mir schlecht. Oder du hast Angst vor der Zukunft und denkst dir, ich habe Angst, weil mein Chef mir bestimmt bald kündigt oder mich abmahnt. Und solange du unbewusst bist, kontrollieren deine Gefühle einen großen Teil deines Lebens. Und exakt hier findest du auch den Schlüssel. Weil es ist nicht das Gefühl an sich, das Leid erzeugt. Was Leid erzeugt, ist der Umgang mit den Gefühlen. Weil wir sie meistens wegstoßen oder sofort verändern wollen. Oder uns dafür schämen. Oder weil wir uns komplett in ihnen verlieren. Doch es gibt auch einen anderen, einen natürlichen Weg. Der Weg im Einklang mit seinen Gefühlen zu leben. Und damit cool zu sein, dass das vollkommen in Ordnung ist, jetzt hier aktuell gerade traurig zu sein. Und ich kenne das gut, weil ich es in der letzten Folge konkret angesprochen habe. Die meisten Menschen kennen Seom als den leuchtenden, friedvollen Krieger der Liebe. Der strahlt, der voller Stärke motiviert und die Menschen an das Gute erinnert. Und jetzt war es wichtig, dass man diesen Menschen auch traurig sein lässt. Ohne dass irgendjemand was tun muss. Ohne dass man ihn coachen müsste. Einfach nur sein lassen. Einfach traurig sein lassen. Und das ist ungewohnt, weil wir das leider Gottes in der Schule nicht gelernt haben. Und das ist tatsächlich der Grund, weshalb sich so viele Menschen ihren Gefühlen ausgeliefert fühlen. Weil uns in der Kindheit Erwachsene sehr deutlich zeigen, welche Gefühle erwünscht und welche nicht erwünscht sind. Weil weinende Kinder sehr schnell getröstet werden und man ihnen, meistens gewohnheitsbedingt, ohne drüber nachzudenken, Sätze sagt wie: Jetzt wein doch nicht, hör auf zu weinen. Der noch ungünstigere Fall ist, wenn kleine Jungs hören, dass Männer oder Jungs nicht weinen sollen. So, wenn Kinder wütend sind, dann werden sie sehr schnell geschimpft oder bestraft. Und selbst ausgelassene, fröhliche oder zufriedene Kinder werden dann ermahnt. Sei nicht so überdreht, sei nicht so wild, sei nicht so laut, setz dich hin. Und die Botschaft ist jedes Mal fast dieselbe. Starke Gefühle sind nicht erwünscht.
Das Kind lernt dann also ganz schnell, seine Emotionen zu unterdrücken, anstatt sie auszuleben. Und leider haben viele von uns das auch gelernt. Und deswegen dürfen wir den Gegenpol wieder aktivieren. Gefühle wollen nämlich nur eins: sie wollen gefühlt werden. Und dafür haben wir wundervolle Instrumente, zum Beispiel unseren Körper. Also spür deinen Körper ganz bewusst und fühle, wie sich Gefühle in deinem Körper zeigen. Es geht letztendlich nur darum, dass du alles fühlen darfst und kannst und dass es dann auf einer tiefgreifenden Ebene wirklich ausheilen kann. Und somit wirst du von Tag zu Tag mit der Zeit immer vollständiger. Und du bist nicht mehr auf der Flucht, nicht mehr getrieben, nicht mehr gejagt von unangenehmen Erfahrungen oder Gefühlen. Und du bist dann auch nicht mehr auf der Suche, auf der zwanghaften Suche nach besseren Gefühlen, weil du spürst, dass alles da sein darf. Weil Gefühle auch wunderschön sein können. Wir dürfen aber verstehen lernen, dass wir uns den Stürmen und der dunklen Zeit auch hingeben dürfen, um dann die Sonne bewusst wahrzunehmen. Und dann wird die Sonne noch strahlender, noch schöner, die Frühlingstage noch leuchtender und bunter für dich scheinen. Weil Gefühle sich so unfassbar stark und so facettenreich für dich zeigen können. Schau, ich gebe dir ein Beispiel. Wenn ich meine Gefühle für Johanna oder für Finn oder für meine Familie betrachte, dann spüre ich so deutlich, dass sie grenzenlos sind. In allen Wörterbüchern dieser Welt und in allen Bibliotheken, die im Universum existieren, könnte ich die Worte nicht finden, die beschreiben, was ich für Johanna, was ich für Finn und für meine Familie empfinde. Diese Gefühle sind so groß, so wundervoll, so übermächtig schön. Und natürlich bedingt es auch, dass es Gefühle gibt, die erstaunlich düster wirken, die darauf warten, angenommen zu werden. Also öffne dich ganz bewusst für das Fühlen. Und deshalb ist es generell so wichtig, dich für deine Gefühle zu öffnen, weil sie Zeit und weil sie Raum bekommen möchten. Sie möchten ausgefühlt werden. Und wenn sie ausgefühlt sind, dann wirken sie lösend und heilend in uns selbst. Wir neigen nur oft dazu, das zu durchdenken. Also stell dir nicht die Frage, was soll ich mit dem Gefühl machen, sondern lass es in dir aufsteigen. Lass es groß werden und lass es dann wieder ausklingen. Und das ist abgefahren, denn es verbrennt quasi von alleine und löst sich auf einer tieferen Ebene von selbst wieder auf. Manchmal wissen wir nicht, was wir fühlen sollen. Und ein begnadeter Songwriter und Rapper sagte einmal sehr schön: Im Spiegel nur der Bruchteil einer Kraterfläche, was ich fühle, muss ich erst noch mischen auf der Farbpalette. Also meine nicht immer gleich zu wissen, was jetzt für ein Gefühl kommt, sondern nimm es einfach wahr. Mir gelingt es nachts ganz besonders gut. Gerade jetzt in diesen Winternächten, in denen die Welt so still ist, dass man meint, man hört den Schnee fallen. Und in diesem Sinne lade ich dich zum zweiten Song in der heutigen Folge ein. Und zwar ist er auch ein Song des Albums Orion, das nach wie vor unveröffentlicht ist. Du kennst vielleicht einzelne Textpassagen aus dem Song. Doch vielleicht erreichen nicht noch ein, zwei neue Zeilen. Speziell die letzte Zeile ist für mich besonders schön, weil sie an meinen wundervollen Dad erinnert, der zu mir immer sagte, Carpe Diem, mein Sohn, und irgendwann sagte ich zu ihm, Carpe Noctem, und wir waren uns einig, ich darf auch die Nacht nutzen, um Großes zu erschaffen. In diesem Sinne viel Spaß mit dem Song des Mondes Sichel. Wenn sich des Mondes Sichel Silber über meiner Stadt erhebt, dann werden chromumrahmte Bilder auf ein weißes Blatt gelegt. Ich nehme ein Stift und schreib komplexe, exzessive Sätze nieder, Spiegelstücke deiner Welt durch meine Texte wieder. Kennst du sie, dann lass uns eintauchen und Metaphern fließend ausmalen. Das Konstrukt der ersten Skizze ist erfasst in diesem Bauplan. Und der Staudamm hält die Tränen des Vergangenen fest, auf das du ewig Land erkennst, wenn du das Leben stets im Wandel hältst. Dies hier ist kein Seelenstrip, obwohl ich blank aus meiner Welt erzähl. Die Epidermis ist noch dicker als ein gottverdammtes Bärenfell. Die Nacht ist sterben.
Sternenhell, wenn meine Keime sprießen. Als ob das Sternenzelt sich öffnet, um mich einzuschließen. Einfach fließt diesem Strom der unbegrenzten Varianten. Unterschätzt man die Gedanken und hält fest an vielen Schranken. Hochkomplexe quantenphysikalische Experimente haben bestätigt, wir sind längst noch nicht am Ende. Eine grenzenlose Wende bahnt sich an im Zeitalter jenes Wassermanns. Wenn du im Saal des Geistes mit sich drehenden Gedanken tanzt, fang an dein Geist zu öffnen. Als wäre dein Kopf ein Fass und du beginnst es frei zu schöpfen. Kleine Tröpfchen bilden einen Fluss, dann einen See bis hin zum Ozean. Und jeder Zufall führt die Zuführung in einen großen Plan. Mein Vater sagte, Carpe diem, Kind, und mach was aus dir. Heute sag ich Carpe noctem und sitz nachts am Papier. Wir brauchen uns nicht weiter vor Auseinandersetzungen, Konflikten und Problemen mit uns selbst und anderen fürchten. Denn sogar Sterne knallen manchmal aufeinander und es entstehen neue Welten. Also lass uns fühlen, weil Gefühle uns lebendig machen. Und sie sind ein wundervolles Leitsystem. So, wenn wir jetzt mal diese großen, angsteinflößenden Gefühle von Trauer oder von Ohnmacht, von Hilflosigkeit ausklammern, die Gefühle, die dich übermannen, wenn jemand stirbt oder wenn du schwere Zeiten durchlebst, dann befinden sich auf der anderen Seite Gefühle, die du in deinem Alltag immer wieder wahrnimmst, die dich vielleicht klein halten, dich vielleicht hemmen, dich vielleicht verunsichert fühlen lassen. Und es sind oftmals Gefühle, die aus Gedanken resultieren. Und auch hier will ich ganz bewusst mit dir drüber sprechen, weil du hast in diesem Leitsystem viel größeren Einfluss, als du denkst. Unsere Gefühle geben uns immer Feedback darüber, ob wir gerade auf dem richtigen Weg sind. Es ist ganz easy, wenn sich was gut anfühlt, dann darfst du es weitermachen. Und wenn es dir bei etwas dauerhaft schlecht geht, dann solltest du es loslassen. Und deswegen machen dich deine Gefühle lebendig, weil sie dich den ganzen Tag über leiten. Wenn du es lernst, sie wirklich wahrzunehmen. Die meisten Menschen tun es nämlich nicht, weil sie mit dem ersten Blick auf ihr Smartphone schon dafür sorgen, dass die Augen in der Außenwelt nach neuen Reaktionen suchen. Anstatt nach innen zu schauen und zu spüren, wie fühle ich mich gerade. Und ich glaube, dass wirklich viele Menschen verlernt haben, zu spüren, wie man sich gerade fühlt. Doch das Coole ist, das Leben, dein System, dein Körper, dein gesamtes Bewusstsein lädt dich jeden Tag neu dazu ein. Und eine wirklich einfache und klare Übung besteht darin, dass du dir jeden Tag immer mal wieder im Tagesgeschehen die Frage stellst, wie fühle ich mich? Und dann nicht bewusst kognitiv suchst, sondern einfach nur in dich hineinspürst, in der Gegenwart. Wie geht es mir jetzt? Wie fühle ich mich jetzt? Und wenn du spürst, dass ich ein Gefühl zeigen will, dann lass dem Gefühl freien Lauf. Und zeig es auch gern anderen. Lass es auch gerne aus dir rausfließen. Mir persönlich hilft das Sprechen und das Schreiben. Und ich habe lange Zeit darüber nachgedacht, ob ich diese Folge aufnehme, ob ich das mit dir teile. Ich habe natürlich auch mit meiner Mutter darüber gesprochen und wir möchten nicht in die Details gehen, aber ich möchte mit dir darüber sprechen, weil es mich heilt, weil es mir hilft, weil es mich ein Stück weit verarbeiten und ganz werden lässt. Und wenn es jetzt noch 10, 100, 1000 oder noch mehr Menschen da draußen berührt und ihnen hilft, ganz werden zu können, sich von innen heraus zu heilen, dann hat es doch einen extrem großen Sinn erfüllt. Und das ist für mich mein Ventil, das nicht deins sein muss. Mir hilft Sprechen und Schreiben enorm, um mich zu heilen. Aber vielleicht ist es bei dir das Tanzen oder das Laufen, die Bewegung, das Boxen, das Weinen. Es ist so gut, wenn du weißt, was du brauchst, um aufgestaute Gefühle rauszulassen. Und unser Körper ist fantastisch, weil er uns immer und immer wieder daran erinnert und uns hilft. Du fühlst in deinem Körper, wo sich Blockaden befinden. Und wenn du manchmal das Gefühl hast, du kommst nicht mehr raus, dann denk in jeder Krise daran, welche kritischen Situationen du schon erfolgreich gemeistert hast. Und dann versetz dich dahin zurück, an den damaligen Ausgangspunkt. Und damals hast du vielleicht auch geglaubt, du könntest es nicht schaffen. Doch irgendwoher hast du die Kraft dazu aufgebracht. Also mach dir auch jetzt wieder bewusst, dass du unendliche Stärken besitzt. Denk an deine früheren Erfolgserlebnisse. Weil du weißt, dass nach Regen Sonnenschein folgt.
und indem du Gefühle zulässt und vielleicht wieder in eine emotionale Krise gerätst, hast du dennoch die Möglichkeit gestärkt, aus dieser Krise herauszutreten und weiterzugehen. Und das Spannende ist, du musst dafür nichts tun. Fühlen bedeutet die bewusste, absichtslose, hingebungsvolle und ungefilterte Aufmerksamkeit auf den inneren Raum der Gefühle zu lenken. Und zwar ohne etwas zu tun. Einfach deine Aufmerksamkeit, deine Bewusstheit dahin zu lenken, wo sie gerufen wird. Und dabei geht es vor allem um Hingabe und das Aufgeben der Kontrolle und der Absicht. Und auch das ist was, was wir in der Schule nicht gelernt haben. Man hat uns selten beigebracht, was es bedeutet, Kontrolle und Absicht aufzugeben und sich einfach nur hinzugeben. Doch du kannst es. Weil das Leben es dir zeigt, weil die Göttlichkeit in dir selbst darauf ausgelegt ist, zu fühlen und hingebungsvoll zu fließen. Und das Fantastische ist, dass wenn du diese Haltung kultivierst, dass du irgendwann zwanghafte Reaktionen aufgibst. Und das ist cool, weil dann das Gegenankämpfen, das Weglaufen einfach ein Ende hat. Und weil du dann zur Ruhe kommst und durchatmen kannst. Und dadurch erfährst du wirklich tiefen inneren Frieden, weil du begreifst, dass es nicht die Gefühle sind, die den Krieg beginnen, sondern erst deine Gegenwehr, erst dein Widerstand, deine Reaktion auf die Gefühle. Und exakt so beendest du diesen Kampf. Einfach in der Wahrnehmung dessen, was ist. Wenn du wütend bist, dann beginn mit der einfachen Erkenntnis, da ist Wut. Und dann fühl die Wut. Und wenn du dich dankbar fühlst, dann nimm wahr, da ist Dankbarkeit. Da ist Euphorie. Und so wie alles in diesem Leben nach dem Gesetz der Polarität ein Gegenteil hat, findest du diese wunderschöne Ambivalenz auch hier, in deinen Gefühlen. Alles hat ein Yin und hat ein Yang. Licht und Schatten. Alles ist gekennzeichnet von Gegensätzen. Und daraus entsteht Harmonie. Und in diesem Sinne viel Vergnügen mit dem Song Yin und Yang. Sind die Stille, sind der Klang, sofern vom Mittelpunkt gefangen, zwischen Wille und dem Zwang. Dein paar Schritte sind gegangen, wenn wir den Weg bestreiten. Doch all das bringt nicht, solange wir nicht begriffen haben, niemals stehen zu bleiben. Wir sehen Seiten meist aus einer Perspektive, sehen die schwarze Seele oder nur das reine Herz aus Liebe, sehen gemeine Züge oder nur die besten Seiten und sind gewohnt, zwischen dem Loslassen noch festzuhalten. Wir schwanken zwischen Atheismus und dem großen Gebet und suchen stets den Mittelpunkt in unserer Polarität. Wechselseitige Beziehung zwischen kranker Tendenz findet stets ihren Ursprung in der Ambivalenz. Sind getrennt und doch verbunden, sind allein und doch vereint, sind mutig voller Angst und zwischen Zweifel und Entschlossenheit. Wir suchen zornig Streit und darauf dann liebevoll Vergebung, sind erst kraftvoll in der Ruhe und dann wieder voller Regung. Wir suchen stets das Licht, um den Schatten zu verdrängen, möchten alles sagen, aber dann die Fakten nicht benennen, möchten alles kennen, um danach bewusst zu selektieren, suchen Freiheit und darauf dann wieder Schutz hinter den Türen. Es scheint, als würden wir den Wechsel in den Wegen schätzen und so findet sich die Einheit in polaren Gegensätzen. Auch wenn wir das Gleichgewicht in unserer Lebensart erlangen, scheint der Mensch in seiner Sicht doch stets im Gegensatz gefangen. Yin und Yang. Das bedeutet für dich, wenn hier Wut ist, dann wartet auf der anderen Seite des Sturmes schon jetzt die Freude auf dich. Also fühle die Wut und sei offen für die kommende Welle der Freude. Und falls du jetzt doch etwas tun möchtest und deine Gedanken dir sagen, dass es sinnvoll wäre, ein paar Tipps zu bekommen, dann habe ich noch ein, zwei für dich. Übernimm die Verantwortung für deine Gefühle. Deine Verantwortung für Gefühle zu übernehmen bedeutet zu spüren, dass sie mit dir, ganz konkret mit dir zu tun haben. Und wenn es dir gelingt, den scheinbaren Auslöser deiner Gefühle, beispielsweise die Politik, einen Menschen, deinen Partner, davon freizusprechen, dann übernimmst du wahrhaft Verantwortung. Weil dieses Gefühl, das du spürst, wenn jemand dich reizt, sehr, sehr alt ist, dieses Gefühl kennst du wahrscheinlich schon aus deiner Kindheit. Und meistens wissen die Menschen, die uns gerade wütend machen, nicht,
dass du dieses Gefühl seit dem 5. Lebensjahr kennst und dass es dir immer wieder begegnet. Also erlaube dir in deiner vollen Größe, Menschen, Situationen oder Umstände davon freizusprechen, dass sie dich wütend gemacht haben. Übernimm die Verantwortung für deine Gefühle und spüre die Wut. Du wirst diese Welt nämlich nur heilen können, wenn du in deiner Kraft bist. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass wir aus der Wut heraus, aus der Ohnmacht heraus, aus der Verzweiflung heraus keine effektiven Strategien, keine Lösungen und keine kraftvollen Impulse setzen können. Das können wir vor allem durch die stärkste Kraft in diesem Universum, durch die Liebe. Und die Liebe lädt mich persönlich jeden Tag dazu ein, Menschen, Situationen und Umstände freizusprechen, meine Gefühle zu fühlen, die Verantwortung für meine Gefühle zu übernehmen und mich dann bewusst für die Liebe zu entscheiden, um der Welt zu dienen. Verantwortung für sich zu übernehmen bedeutet auch, seine Gefühle bewusst wahrzunehmen, anstatt sie zu unterdrücken. Und wenn es dir schwerfällt, dann beginn in deinem Körper. Wo genau spürst du das Gefühl? Beobachte das Gefühl in deinem Körper. Und damit lenkst du automatisch, Step by Step, deine Achtsamkeit automatisch weg vom Außen nach innen. Dorthin, wo dein Gefühl entsteht. In dein Inneres. Und hier kann dir deine Atmung fantastisch helfen. Konzentriere dich einfach nur auf deinen Atem. Am besten auf eine tiefe Bauchatmung. Und wenn du spürst, dass sich ein Gefühl in deinem Bauchraum zeigt, dann kannst du es bewusst ausatmen. Ganz bewusst weich werden lassen und zum Fließen bringen, dass es in dir zirkuliert und sich ausatmen lässt. Solltest du im Alltag manchmal von Gefühlen übermannt werden, Gefühle, die dir vielleicht Angst machen, dann kannst du mal ganz in Ruhe überlegen, welchen Gedanken du hattest, bevor dieses starke Gefühl aufgetreten ist. Ich habe in meinem Buch Feel Good ein ganzes Kapitel über Gedankenhygiene geschrieben. Und wenn du dich damit noch nicht befasst hast, lade ich dich von Herzen ein, das mal zu testen. Es ist fantastisch, wenn du herausfindest, dass in deinem Alltagsgeschehen fast jedem negativen oder positiven Gefühl ein Gedanke vorausging. Und wir sind uns dessen oftmals nicht bewusst und wenn wir es dann checken, dann ist es ein Aha-Erlebnis sondergleichen, weil du verstehst, wow, meine Gedanken haben Einfluss auf meine Gefühle bedingen meine Gedanken. Und ich selbst kann diesen Teufelskreis zu einer Glücksspirale werden lassen, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, zu beobachten, welche Gedanken bestimmten Gefühlen vorausgegangen sind. Und wenn du das beobachten kannst, dann ändere in deinem Alltagsgeschehen aktiv deine Gedanken. Entscheide dich ganz bewusst, welche Gedanken du denken möchtest. Wähle bewusst Gedanken, die dich stärken. Und wenn du auf jemanden wütend bist, der dich verletzt hat, dann mach ihm im inneren Dialog keine Vorwürfe, sondern versuch mal folgenden Gedanken. Versuch für 5 Minuten seine Gründe nachzuvollziehen, als ob er dir seine Gründe liebevoll und klar aufzählen würde. Und dann wird aus deiner Wut vielleicht Verständnis. Und so habe ich auch gemerkt, wenn ich in den letzten Tagen lange Zeit über den Leidensweg meines Vaters nachgedacht habe, hat mich das extrem stark geschwächt. Und deshalb habe ich mich entschieden, die schönen Momente zu sehen. Habe mir bewusst Fotoalben all unserer Reisen angeschaut. Habe an all die Dinge gedacht, die er mir beigebracht hat, die er mit mir gebaut hat, Dinge, die er mit mir geteilt hat. Und es mindert den Schmerz nicht, aber es lässt einen weißen, hellen Lampignon in den Himmel steigen. Mein persönliches Zeichen der Zuversicht. Und natürlich tappe ich dann auch wieder in die Falle. So, und dann denke ich an die Kämpfe in meiner Jugend, die ich mit meinem Vater ausfochte, weil die Polizei unser Haus damals wegen meinen Graffiti-Actions durchsucht hat. Und dann spüre ich Schmerz. Weil es mir dann so leid tut, dass ich als Jugendlicher vielleicht manchmal anstrengend war. Und dann, genau dann spüre ich, hey, meine Gedanken lösen dieses Gefühl gerade aus. Also denke ich bewusst nicht an die Kämpfe meiner Jugend, sondern ich sehe unsere Verbundenheit. Ich war einmal mit meinem Dad zusammen in New York und wir sind dann über die Route 66 bis nach L.A. gefahren und
In diesen Wochen habe ich so viel gelacht, habe so viel Stärke, so viel Verbundenheit gespürt und daran denke ich. Und das ist meine Entscheidung, in der Trauer, im Kampf, im Schmerz, ganz bewusst an das zu denken, was ich schön fand. Und das ist eine bewusste Entscheidung, das ist kein Unterdrücken von Gefühlen, das ist kein Wegschauen, sondern das ist ein bewusstes Auswählen. Statt auf die Angst zu schauen, schaue ich auf den Frieden. Und dabei helfen mir meine Gefühle. Weil sie mir einfach zeigen, ob ich mich gerade gedanklich auf dem falschen oder dem richtigen Weg befinde. Und ich weiß schon, viele Menschen sagen, es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt positive Gedanken, die positive Gefühle verursachen können. Genauso wie es negative Gedanken gibt, die negative Gefühle verursachen können. Und es ist kein Zufall, dass die Medien vollgepackt sind von negativen Gedanken, die negative Gefühle auslösen. Und gerade jetzt liegt es an uns, an unserer Verantwortung, als Individuen, aber eben auch als Menschheitsfamilie, unseren Fokus auf Positives zu richten, um positive Gefühle in uns zu aktivieren und dann in der Liebe zu handeln, um die Welt dann zu einem besseren Ort zu machen. Und die gesamte geistige Welt steht hinter uns und jubelt. All die sichtbaren und nicht sichtbaren Wesen um uns herum feiern uns für unsere Zuversicht, für unseren Blick auf das Gute, um die Liebe zu erschaffen, um die Liebe zu vergrößern und leuchten zu lassen. Und sei dir gewahr, dass du immer von guten Mächten umgeben bist. Und unter diesem Aspekt zeige ich dir jetzt den letzten Song für die heutige Folge. Es ist mein Song Brief an den Himmel, den ich vor vielen, vielen Jahren zum Tod deines Freundes und meines Großvaters geschrieben habe. Und wenn vielleicht auch in deinem Umfeld jemand gestorben ist oder du traurig sein solltest, dann denk mit diesem Song daran, dass du dennoch mit einem sanften Lächeln auf dich und auf euer gemeinsames Leben blicken kannst. Und ich bin mir sicher, er wurde und wird gelesen, der Brief an den Himmel. Es ist schon lange her, seit ihr mir gegangen seid. Ich habe sehr viel geschrieben in all der Zeit. Doch trotz all der Worte konnte ich bis heute nicht schreiben, was ich euch sagen wollte, um mir treu zu bleiben. Ich glaubte nicht mehr an die Welt und hab den Sinn so oft gesucht, doch hab ihn nicht gefunden und im Innern Gott verflucht. Ich zitterte vor Wut und sah mich laufend alleine, weshalb ich kaum noch sprach und meine Trauer kaum zeigte. Ich hab in diesen Zeiten vermieden, ein Gefühl zu zeigen. So hab ich mich entschieden, euch einen Brief zu schreiben. Dieser Brief soll zeigen, dass ich stets an euch denk, denn ich habe all das lang aus meinem Leben verdrängt. Es ist im Dunkeln oft schwer, bunte Farben zu sehen, und obwohl die Wunden heilen, bleiben Narben bestehen. Doch ich trag sie mit Stolz und erinnere mich gern, ihr seid bei mir für immer. Im innersten Kern. Dies ist mein Brief an den Himmel. Ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mach euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Dies ist mein Brief an den Himmel. Ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mach euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Paul, du fragst dich sicher, was aus mir geworden ist. Es ist sehr viel passiert, seitdem du gestorben bist. Ich hab mich aufgerafft, um meine Kraft zu bündeln und, wie du es sagtest, meinen Platz zu finden. Ich hab sehr oft über meine Lage nachgedacht und mit wachsender Kraft meinen Traum wahrgemacht. Und so leuchte ich den Weg, auch in dunkelster Zeit, für jene, die sich verlieren, wenn der Druck zu sehr steigt. Du bist mein Schutzschild und zeigst, wie man Berge versetzt. So hab ich Liebe, Kraft und Hoffnung mit Stärke vernetzt. Und ich zweifle oft, ob ich das alles schaffen kann. Doch du bleibst in meinem Geiste und lachst mich an. Auch deine Frau vermisst dich sehr und redet oft von dir, denn du bist viel zu früh gegangen, aber doch noch hier. Ich hätte dir im Nachhinein noch so viel sagen sollen
und ich im Endeffekt noch so vieles fragen wollen. Dies ist mein Brief an den Himmel. Ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mache euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Dies ist mein Brief an den Himmel. Ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mache euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. David, du fragst dich sicher, was aus mir geworden ist. Es ist sehr viel passiert, seitdem du gestorben bist. Ich denke oft an dich und deine freundliche Art. Auch die damaligen Freunde sind heute nicht mehr da. Viele entschieden sich falsch, sind einen dunklen Weg gegangen. Heute sind sie kaum zu sehen und leben unentwegt gefangen. Nicht für meinen Teil, versuch es richtig zu machen. Hab den Weg bewusst gewählt, um wieder glücklich zu lachen. Ich leuchte noch immer und bewahr die Haltung. Mittlerweile sitze ich an meinem 20. Album. Du hast gesagt, ich sei zu großem bestimmt. Und ich denk oft daran, ob es mir wohl noch gelingt. Du sagtest oft, ich sei anders, es sei einfach zu sehen. Heute denk ich oft an deine Worte, um weiterzugehen. Und obwohl ich dich zu selten an deinem Grab besuch, will ich dir so viel sagen, was ich hiermit grad versuch. Dies ist mein Brief an den Himmel. Ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mach euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Dies ist mein Brief an den Himmel. Ich hoffe, er wird zugestellt. Ich hoffe, ihr seht mich als ein Teil von einer guten Welt. Ich hoffe, ich mach euch stolz, wenn ihr auf mich runterblickt. Denn ich will euch zeigen, dass es kleine Wunder gibt. Lasst uns uns selbst und der Welt immer wieder zeigen, dass es kleine und große Wunder gibt. Und falls du dich vielleicht auch gerade in einer traurigen Phase befinden solltest oder später einmal und diese Folge noch einmal hörst, dann denk immer daran, es liegt an dir, dir etwas Gutes zu tun. Weil ich auch jetzt spüre, dass du im Trauerzustand ganz häufig die eigene Person vernachlässigst. Man neigt dazu, viel zu organisieren, viel zu tun, viel zu machen und denkt nicht mehr so sehr an sich. Und deshalb versuch dir Gutes zu tun, ohne Gewissensbisse, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Schöne Spaziergänge durch den Wald, wunderschöne Blumen, ein Film, der dich lächeln lässt. Und tu dir vor allem durch tiefe Gespräche gut. Ich habe die beste Gesprächstherapeutin der gesamten Welt bei mir sitzen. Johanna ist für mich nämlich so etwas wie Momo, die kann Räume halten und mit Güte und Sanftmut zuhören, dass einfach alles fließen und da sein darf. Und das liebe ich und nutze ich gerade mehr denn je. Einfach tiefe Gespräche zu führen, einfach da zu sein und über das Erfahrene zu sprechen, über die Vergangenheit, über die schönen Geschichten, aber auch über den Schmerz zu sprechen. Es ist so, so hilfreich. Auch wenn die Menschen vielleicht gar nicht in den gleichen Situationen sind oder waren, aber du kannst es fließen lassen. Also öffne dich für tiefe Gespräche. Und erkenne, dass Trauer auch Liebe ist, dass Schmerz auch Liebe ist. Oftmals neigen wir dazu, dass wir Trauer als was Schlimmes empfinden, als was Erschreckendes, was uns natürlich den Boden unter den Füßen wegzieht, aber Trauer ist auch ein riesengroßes Zeichen von Liebe. Es ist eine Liebeserklärung an einen Menschen und an das, was wir mit ihm geteilt haben und mit ihm erleben durften. Also erkenn die große Liebe, die große Liebeserklärung in deiner Traurigkeit, in deinem Schmerz, in deiner Güte und in deiner Stärke. Und letztendlich schließt sich hier wieder der Kreis, dass alles Liebe ist, dass wir aus Liebe geformt sind und dass wir hier sind, um Liebe zu senden und zu empfangen. Und in diesem Sinne danke ich dir für deine Liebe. Ich danke dir für deinen kleinen Beitrag an der Welt, der vielleicht einfach darin besteht, nicht zu sehr auf das Angstspiel da draußen einzusteigen, die Meinungen von anderen Menschen auch stehen lassen zu dürfen. Die Welt im Inneren so auszumalen, wie wir sie im Äußeren gerne sehen möchten. Und dazu ist jeder und jede von uns in der Lage. Also lass uns tief gehen. Und lass uns fühlen. Lass uns immer und immer wieder fühlen und heil werden. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen.
Was ich in der letzten Folge vergessen habe zu sagen, ist, dass mein wunderschönes neues Buchprojekt natürlich noch auf dich wartet. Durch die aktuelle Lage in meinem Umfeld habe ich mich zurückgezogen und arbeite ein paar Wochen nicht daran, aber es ist auf dem Wege. Es wird ein Buch mit Inspirationsfunken der letzten 50 Podcast-Folgen sein. Mit den schönsten Zen-Geschichten, den schönsten Gedanken, den praktischsten Tipps und natürlich auch mit der Essenz von allem, was so durch mich geflossen ist und was ich mit dir teilen wollte. Und ja, ich freue mich jetzt schon sehr darauf, es bald mit dir zu teilen. Es dauert noch ein klein wenig, doch es kommt auf dich zu und beinhaltet die Essenz der kompletten letzten 50 Folgen. Und in diesem Sinne danke ich dir, dass du mich begleitet hast, dass du mich weiter begleitest, jetzt zu den nächsten 100 Folgen. Und danke dir für deinen Support, auf welcher Ebene er auch stattfinden möchte. Ich weiß es sehr zu schätzen. Und ich wünsche dir jetzt zwei wunderschöne Wochen mit dem Blick auf das Gute, mit authentischem, wahren Fühlen deiner Innenwelt und mit grenzenloser Liebe, die aus dir herausfließen darf und die Welt somit in Licht tauchen darf. Im Zeichen des Guten, dein Seon.